Herzlich willkommen und einen schönen guten Abend zu unserem dritten Teil der Vortragsreihe im Frühjahr. Heute mit dem Thema 77 Tipps für Immobilienverkäufer. Wir werden immer wieder im Tagesgeschäft damit konfrontiert, dass sich Menschen lieber einmal selbst auf den Weg machen wollen, ihre Immobilie am Markt anzubieten, selbst zu verkaufen. Und nachdem wir auch in dem Fall ihre Interessen gerne begleiten wollen, geben wir Ihnen hier heute einmal ein paar Tipps zu diesem Thema, wie denn das zu bewerkstelligen sein könnte. Das heißt, Sie haben ein Haus, eine Wohnung, ein Grundstück, wo Sie darüber nachdenken, dieses Objekt zu veräußern und natürlich den Wunsch haben, das zunächst einmal selbst zu tun. Gepaart ist dieser Wunsch meistens auch damit, auch das nötige Know-how zu bekommen, um diesen Prozess dann auch entsprechend gut und erfolgreich zu einem Ende bringen zu können. Was wollen Sie daher? Sie wollen gerne einige Tipps, wie Sie es nun selbst am besten anstellen können, hier am schnellsten, am bequemsten und idealerweise auch zum bestmöglichen Preis Ihre Immobilie am Markt anzubieten und auch verkaufen zu können. Was haben wir dafür? Wir haben Immobilienverkaufserfahrung und zwar jede Menge davon. Mehr als 20 Jahre hier in Österreich sind wir als Immobilienmaklerunternehmen tätig. Wir haben eine Menge Experimentierfreude, uns auch darauf einzulassen, hier Ihnen Tipps ohne weiteres, ohne schlechtem Gewissen auch weiterzugeben, Sie mit Know-how auszustatten. Wir haben den Idealismus, Ihnen das auch ganz gerne zur Verfügung zu stellen, weil wir überzeugt sind, dass wenn es nicht klappen sollte, Sie daher auch dann den Weg zu uns finden, um Sie bestmöglich durch diesen Prozess zu begleiten. Was können Sie heute erwarten? Eine geballte Ladung unseres Know-hows, das wir Ihnen einmal versuchen vorab in einer Kurzversion zur Verfügung zu stellen. Und Sie bekommen das heute gratis und unverbindlich. Aber was ich Ihnen nicht geben kann heute, ist eine Garantie für Vollständigkeit, dass Sie wirklich alles mit auf den Weg bekommen, was es möglich macht, Sie erfolgreich mit dem Verkauf Ihrer eigenen Immobilie auch auszustatten. Es gibt ein bisschen mehr als 77 Tipps und Wege, aber Sie sollen zumindest mal die wichtigsten mitbekommen. Und garantieren kann ich Ihnen natürlich auch nicht den Erfolg der Maßnahmen, den Erfolg Ihres Prozesses, eines Verkaufes, denn es dazu braucht es ja nicht nur das Know-how, es braucht ja auch die Erfahrung und die Möglichkeiten, dieses Know-how auch entsprechend einzusetzen. Aber es soll Ihnen gelingen und lassen Sie uns mit dem Abend beginnen. Das heißt, wenn Sie Ihr Projekt haben, eine Immobilie zu verkaufen, was brauchen Sie? Sie brauchen mindestens diesen einen Interessenten, der bereit ist, Ihre Immobilie auch zu kaufen und der Sie auch bezahlen kann. Es nützt ja nichts, wenn es viele gibt, die sagen, ja, das gefällt mir eh, nur leisten kann ich es mir nicht. Das heißt, Sie brauchen dann aus Ihrer Sicht auch noch das Know-how, hier auch an diese Menschen heranzukommen. Sie brauchen das Glück, dass Sie auch auf diese Menschen treffen mit den Maßnahmen, die Sie setzen, sie zu finden. Und was Sie unbedingt auch brauchen, ist Spaß am Verhandeln, denn das ist auch ein Tipp, der aber noch nicht zu den 77 des Abends heute zählt. Sie sollten es nur dann selber machen, wenn Sie wirklich Spaß am Verhandeln haben und auch verhandeln können. Also nicht glauben, Sie können es, sondern Sie wissen es, dass Sie es können. Denn wenn Sie es nur glauben und nicht wissen, dann ist möglicherweise Ihr Verhandlungspartner auf der anderen Seite der Stärkere, der Bessere, was jetzt nicht unbedingt immer zu Ihrem Vorteil dann im Endergebnis aussehen kann. Ja, grundsätzlich haben wir drei Phasen, die zu diesem Ablauf einer Immobilientransaktion gehören, wenn wir sie im Groben uns anschauen. Wir haben den Vorbereitungsprozess, wir haben die Verkaufsverhandlungen, sprich alles, was zum Thema des Anbietens, des Herzeigens und zu einem Ergebnis hinführen abzielt. Und wir haben als dritten Teil den Kaufvertrags- bzw. den Verkaufsabschluss als solchem mit dem Prozedere, das dann dort stattfindet. Und das ist auch die Reihenfolge unseres Vortrags, wie wir uns jetzt Thema für Thema durcharbeiten wollen. Also, wie gesagt, wir haben drei Phasen, die in Summe mit 10 Themen, mit 10 Abschnitten begleitet werden. Also man muss sich mal überlegen, was ist denn der Verkaufsgrund, wie finde ich den richtigen Preis für meine Immobilie, welche Dokumente, Gutachten brauche ich, um meine Immobilie auch gut dann herzeigen zu können. Wie schaut es in meinem Grundbuch aus, was sagt möglicherweise meine Bank dazu, dass ich verkaufen möchte. Wie gehe ich dann in die Bewerbung? Welche Wege und Tools möchte ich nutzen? Wie gehe ich dann damit um, wenn die ersten Interessenten bei mir aufschlagen?
wie organisiert man eine Besichtigung, eine Verhandlung und auch die Absicherung des Ergebnisses am Ende und wie schaut der Prozess bei Anwalt und Notar aus. Also das sind so diese 10 Hauptthemen, wo sich dann auch unsere Tipps im Einzelnen darstellen werden und wo wir jetzt auch eintauchen. Das heißt, achten Sie darauf, heute am Abend werden eine Menge Fragen aufgedeckt werden. Es wird einige Antworten dazu geben, aus denen heraus sich vielleicht wieder neue Fragen für Sie entwickeln, die dann aber besonders deswegen sich entwickeln, weil sie jetzt mit Ihrer individuellen Situation zu tun haben. Wir können ja nur sehr allgemein bleiben in diesem Vortrag. Und diese Antworten, die dann noch notwendig wären, die können Sie sich eben nur selbst beantworten. Aber jedenfalls, bevor Sie dann beginnen, Ihre Aktivitäten zu starten, sich beantworten müssen, damit Sie dann im Prozess selber auch wirklich einen schlüssigen, stringenten Ablauf gewährleisten können. Phase 1, Vorbereitung. Das heißt, Sie müssen sich in dieser Phase überlegen, welcher Grund ist es, warum möchte ich verkaufen und ist es ein Grund, der mir Zeit gibt oder ist es ein Grund, der es notwendig macht, in einer gewissen Dringlichkeit mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Je nachdem muss ich dann ein Bewerbungskonzept erstellen, weil ich ja auch davon dann abhängig bin, welche Maßnahmen ich setze, um rasch oder weniger rasch erfolgreich zu sein. Ich muss dann entsprechende Dokumente aufbereiten, mit denen ich einem potenziellen Interessenten auch mehr Informationen über meine Immobilie zur Verfügung stellen kann. Ich muss mir überlegen, zu welchem Wert ich die Immobilie überhaupt in den Markt stelle. Auch da gibt es entsprechende Vorgehensweise. Ich muss mir überlegen, wie diese Angebotspreisfindung in den Markt hinein getragen werden soll. Und ich muss dann das Objekt selbst vorbereiten, um es auch präsentabel zu machen, damit es auch ansprechend ist, wenn dann die Menschen kommen, um sich diese Immobilie auch anzusehen. Warum muss ich verkaufen? Muss ich überhaupt verkaufen, ist die Frage 1. Also, sei denn ich möchte es und es gibt einen Grund dazu. Das zweite ist, wie man ja schon von den Großeltern gelernt hat, verkaufe nichts, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Behalte Eigentum, solange es geht. Das heißt, die erste Frage, die man sich davor stellt, gibt es auch die Möglichkeit, eventuell das Objekt zu vermieten, es im Bestand zu halten und auf diese Art und Weise einen Ertrag zu gewinnen. Ist Vermieten eine Option? Tipp 1, sollte man als erste Frage in den Raum stellen und sich beantworten. Wenn dem nicht so ist, dann eben verkaufen. Auch dann muss ich mir überlegen, wie sieht denn die Situation aus? Wohne ich noch im Objekt oder ist es schon leer? Und wenn ich noch drinnen wohne, weil ich vielleicht in eine neue Wohnung einziehe, wie lange darf denn der Verkauf dauern, damit es hier auch zu keinen übermäßigen Überschneidungen kommt? Das heißt, Tipp 2 heißt Strategie festlegen, was passiert, wie schaut mein Plan B aus, wenn der geplante Verkauf von seinem Zeitrahmen länger dauert als geplant oder kürzer dauert als geplant, je nachdem. Wenn Sie eine Übersiedlung planen, dann macht es Sinn, wenn Sie erst dann ausziehen, wenn das neue Objekt fertig ist, wenn Sie schon vorher verkaufen können, was passiert in der Zwischenzeit, aber auch umgekehrt, was passiert, wenn Sie schon das neue Objekt übersiedeln, aber das alte immer noch da ist. Also da brauchen Sie entsprechende Strategien, die Sie sich im Vorfeld überlegen sollten, wie das aussieht. Das heißt, wo kann ich in der Zwischenzeit unterkommen, was passiert auch finanziell, wenn ich zwei Objekte gleichzeitig halten muss. Und wie schaut eine mögliche Vermarktung danach aus, wenn ich nicht mehr im Objekt bin und damit vielleicht auch Besichtigungen etwas aufwendiger sein werden, diese zu organisieren. Wenn ich werbe, ja, wie funktioniert Werben im Bereich einer Immobilie? Das heißt, ich muss einmal herausfinden, was ist denn an meinem Objekt überhaupt attraktiv? Ich mache mir eine sogenannte Plus-Minus-Liste, eine Checkliste mit den Vor- und den Nachteilen, weil die Vorteile dann jene Dinge sind, die ich natürlich in einer eventuellen Werbebotschaft entsprechend verpacken möchte. Ich überlege mir, was liebe ich am meisten, was liegt mir am Herzen, was liebe ich besonders, weil ich damit natürlich auch entsprechend positive Emotionen transportieren kann. Aber Achtung, Tipp 4, eine emotionale Verbundenheit mit dem Objekt kann mich auch ein bisschen blind machen, hier die richtigen Emotionen nach außen zu kommunizieren und da möglicherweise auch zu wenige oder die falschen Menschen anzuziehen. Also hier genau auch darauf achten, dass es eine offene Kommunikation auch in der Emotion ist. Das nächste Thema ist, wen möchte ich denn ansprechen in der Werbung? Das heißt, sind es Menschen, die in einer gleichen Lebensphase sind oder sind es vielleicht Menschen, die in einer ganz anderen Lebensphase sind, wenn sie darüber nachdenken, was könnten diese Personen mögen, was könnten die brauchen, welches ist die Zielgruppe, die am besten zu meiner Immobilie passt. Das heißt, Tipp 5,
wirklich gut vorher überlegen, wer sind mögliche Zielgruppen oder eine mögliche Zielgruppe, damit Sie auch die Werbemaßnahmen entsprechend pointiert für diese Gruppe definieren können. Das nächste Thema ist dann, wo werbe ich denn, wenn es um das Thema Werben geht? Auch das muss ich mir überlegen. Ich muss mir überlegen, was lesen denn potenzielle Zielgruppen, was suchen potenzielle Zielgruppen, wie kann ich diese gut ansprechen. Das heißt, ich sollte mir hier Tipp 6 überlegen, welche Medien sind die sinnvollerweise zu nutzenden Medien, wo diese Zielgruppe überwiegend zu finden ist, damit ich auch in den sogenannten Zielgruppenmedien meine Aktivitäten positionieren kann. Ganz wichtig in der Vorbereitung ist natürlich die Perspektive. Ich muss darauf achten, dass ich einen anderen Blick auf meine Immobilie habe, als es ein Fremder hat. Jeder hat einen anderen Zugang, was den Zustand, was den Wert der Immobilie betrifft. Ich habe hier ein bisschen ein Bild mitgebracht, das es auf humoristische Art und Weise versucht darzustellen, wie unterschiedlich ein und dieselbe Immobilie grundsätzlich gesehen werden könnten. Also auch das beachten, jeder sieht möglicherweise etwas anderes, deswegen auch die Werbung in der Richtung entsprechend vorbereiten. Ja, wie viel darf meine Immobilie kosten? Das heißt, auch hier ganz wichtig, von vornherein zu wissen, mit welchem Wert ich in den Markt hineingehen möchte. Das heißt, Tipp 8, schauen Sie sich unbedingt am Markt an, wer oder was wird denn sonst am Markt zurzeit angeboten in meiner Region, das ähnlich meiner Immobilie ist. Denn das ist der Mitbewerb, den Sie haben, wenn Sie am Markt die Immobilie hineinstellen, weil die Käufer natürlich sich dann für alle dieser Immobilien interessieren, die gerade am Markt sind und Sie daher auch entsprechende ihre Vorteile und auch vielleicht die Preissituation in der Richtung anpassen sollten. Das heißt, Tipp 9, checken Sie die Attraktivität Ihres Objektes im Vergleich zu den Objekten, die sonst am Markt sind, damit Sie auch ein bisschen in Ihrem Fokus, in Ihrer Strategie die richtige Entscheidung treffen können. Tipp 10, überlegen Sie sich, wie viele Interessenten werden denn nötig sein, um zu einem Ergebnis zu kommen. Ja, also in der Regel ist es wahrscheinlich zu wenig, wenn Sie eine Person finden, die genau dann auch besichtigt und auch am Ende des Tages den Abschluss findet. Unsere Erfahrung zeigt, Sie brauchen deutlich mehr Interessenten, um dann am Ende auch wirklich mit dem einen, mit den zwei Personen endgültig in eine Verhandlung kommen zu können. Sie haben hier ein mögliches Rastermodell von mir hier mitbekommen. Das heißt, gehen Sie es von oben nach unten in den Zahlen durch. Sie werden eine Anzahl an Anrufen haben. Nicht alle werden auch Termine haben wollen. Dann gibt es die, die eben dann bereit sind, Termine zu vereinbaren, die aber wiederum nicht alle kommen werden, wenn Sie sich mit ihnen Termine ausmachen. Das heißt, es gibt die nächste Gruppe, ist die der Erscheiner, die dann tatsächlich da sind. Aber nicht alle, die kommen, werden auch die sein, denen das Objekt gefällt. Also auch hier gibt es wieder eine Verkleinerung dieser Menge. Und dann von denen, die dann überbleiben, sagen, ja, die Immobilie gefällt mir, aber Frage Finanzierbarkeit, Liquidität dieser Personen. Also auch hier wird die Schnittmenge wieder kleiner. Und dann gibt es noch die schnell Entschlossenen. Und die sind jetzt nicht unbedingt immer die wirklich relevanten Kaufinteressenten, weil sich dann oft auch im Nachhinein noch das eine oder andere Problem oder Herausforderung stellt, wenn sie schnell schießen und sagen, ja, das interessiert mich, das möchte ich. Also hier werden teilweise Hoffnungen dann geweckt, die dann am Ende des Tages nicht erfüllt werden. Also auch das gilt es herauszufiltern in diesem Prozess. Das heißt aber, warum diese Abwertung von der Menge her, damit Sie sich auch von Ihrer Zeit und von Ihren Ressourcen genau überlegen, wie viele Sie dafür zur Verfügung stellen müssen, um diesen Prozess auch wirklich durchgängig vernünftig betreuen zu können. Führt uns zum Tipp 11. Wenn Sie werben, wo soll ich werben? Sie beginnen natürlich idealerweise mal mit der kostengünstigsten Variante. Das heißt, Sie basteln ein Schild, Sie basteln eine Tafel und hängen das in Ihr Fenster, hängen das auf Ihrem Zaun und sagen, diese Immobilie ist zu haben und mit Ihren Kontaktdaten, damit man auch auf Sie zukommen kann. Das ist die beste, günstigste Variante. Der nächste Tipp, Tipp 12, ist, dass Sie natürlich in die Medien gehen und dort, wo Sie in Printmedien zu Hause sind. Das ist der Zugang, der für Sie auch noch relativ einfach handelbar ist, weil Sie identifizieren können, wo denn Immobilieninserate zu finden sind. Das heißt, Sie sollten sich dann mal einen Blick durch die Zeitungslandschaft machen, in welchen Zeitungen werden Immobilien Ihrer Art überwiegend angeboten. Auch hier gibt es Zielgruppen für die Immobilienarten selber.
wo werden hochwertige, wo werden Standardimmobilien angeboten. Auch da gibt es verschiedene Medien, die entsprechend nutzbar sind. Vielleicht auch die Möglichkeit, auf eine Gratiszeitung ein Angebot zuzugreifen und Ihre Immobilie dort anzubieten. Tipp 13, auch das Internet nutzen. Natürlich, viele Menschen sind im Internet unterwegs, auch wenn es darum geht, nach einer Immobilie zu suchen. Die Frage ist nur, wie gelingt es mir als Privater, hier entsprechend auch entsprechend Nachfrage zu generieren, eine eigene Webseite zu bauen. Das wird sich für eine sehr hochwertige, teure Immobilie möglicherweise auszahlen. Aber die Frage ist am Ende, ob es sich wirklich auszahlt, weil wie viel Geld muss ich in die Hand nehmen, dass diese Webseite auch gefunden wird im Internet. Das wird dann vielleicht viel teurer, als man dann für den Erlös am Ende dann über hat. Bin ich dann auf Google findbar? Das nächste ist ja, dass nicht nur meine Webseite, sondern auch Google muss meine Webseite finden. Dazu braucht es sehr viele Vorkenntnisse, dass sie auch von Google tatsächlich genommen und auch dann so gereiht wird, dass man bei denen dabei ist, die auch noch in einer vernünftigen Position angezeigt werden. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, über kostenpflichtige Portale einfach die Immobilie hineinzustellen, wo Kunden eben automatisch vorbeikommen, weil sie nach Immobilien suchen. Also das wäre so das Thema Internet, wo ich mir überlegen muss, ist das eine Strategie, die ich auch tun kann, um an eine bestimmte Menge an Nachfrage zu kommen. Der Tipp 14 in dem Zusammenhang, es nützt nicht, wenn Sie das nur einmal machen. Werbung für Immobilien muss eine dauerhafte sein, mit vielen Wiederholungen, weil Sie ja nicht jeden Tag oder mit einer Maßnahme, besser gesagt, auf jene Menschen treffen, die gerade heute ihre Immobilie suchen. Wenn der gerade zu dem Zeitpunkt, an dem Tag in der Woche nicht hineinsieht, dann sucht er zwar, aber findet sie nicht, weil er vielleicht erst eine Woche später in diesem Medium Nachschau hält. Das heißt, Sie müssen auch hier auf Dauer und Regelmäßigkeit im Sinne von Wiederholungen rechnen, sowohl im Tun als auch von den Kosten her. Wie bewerbe ich Ihre Immobilie dann? Auch hier wichtig, es zeigt sich im Tipp 15, je attraktiver die Formulierung ist, je emotionaler die Botschaft ist, die es Ihnen gelingt, für Ihre Immobilie zu formulieren, umso höher ist die Chance, dass Sie auch entsprechend Nachfrage produzieren. Denken Sie immer daran, beschreiben Sie nicht Dinge, die Ihnen besonders gut gefallen, sondern beschreiben Sie Dinge, die möglichst vielen anderen Menschen gut gefallen könnten, nach dem Motto, ein Wurm muss immer dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Das gilt auch ganz besonders im Marketing, wenn es um die Immobilie geht. Unter dem Motto schön reden oder schön reden ist auch der Tipp 16 verpackt. Verschweigen Sie nichts, reden Sie nicht irgendwas oder bewerben Sie nicht etwas, was viel besser ist, als es dann in der Wahrheit dann auch tatsächlich gesehen wird. Denn es gibt nichts Schlimmeres, wenn eine Erwartungshaltung produziert wird, die dann bei der Besichtigung nicht standhält. Damit ist der gesamte Prozess gefährdet. Das heißt, Wahrheit, Wahrheit, Wahrheit ist das echte Thema, weil sonst gibt es danach Probleme, entweder unmittelbar bei der Besichtigung, wenn man sich dann den Unmut der Menschen abholt oder dann später, wenn es vielleicht nach dem Kauf zu irgendwelchen Haftungsthemen kommt, weil ich nicht rechtzeitig richtig meinen Kunden hier, meinen Interessenten aufgeklärt habe. Ja, entscheidend wird natürlich auch dann der Preis sein. Die erste Frage ist, wer entscheidet denn überhaupt über den Preis? Bin ich in einer Situation, die Immobilie ist ausbezahlt, ich habe niemanden, den ich sonst bedenken muss und ich bin derjenige, der tatsächlich über den Preis entscheidet? Oder sind es mehrere Miteigentümer, sprich ist meine Frau auch Miteigentümer, ist mein Mann Miteigentümer, entscheiden wir gemeinsam über den Preis? Gibt es vielleicht noch irgendwelche Nutzrechte, die bedacht werden müssen, wenn es zur Auszahlung eines möglichen Verkaufspreises kommt? Also das gilt es alles abzudecken. Ist es vielleicht die Bank, die mitentscheidet, weil noch ein Kredit drauf ist und die Bank damit entsprechend auch ihre Vorstellungen deponiert, unter welchem Wert sie gar nicht bereit ist, diese Immobilie freizugeben. Mögliche Förderungen können ein Thema sein. Also all das gilt es im Vorfeld zu klären. Tipp 17, vorher die Kompetenz klar regeln, dass Sie wissen, wer dann zum entscheidenden Zeitpunkt tatsächlich das Okay geben kann, um den Verkauf wirklich zu realisieren. Auch darüber nachdenken, nämlich im Vorfeld, das ist der Tipp 18, wie schauen meine Möglichkeiten aus, wenn das, was ich hier als Kaufpreis möglicherweise realisieren kann, nicht deckungsgleich ist mit dem, was ich als Geldbedarf für mich definiert habe, nicht deckungsgleich ist mit dem, was notwendig wäre, um ein Darlehen abzudenken, von der Bank eine Freistellung zu bekommen. Also auch darüber muss ich jetzt schon mir Klarheit schaffen, was dann passiert, wie ich dann mit der Situation entsprechend umgehe. Das heißt, in der Preisdefinition, jetzt gehe ich mal dahin, maximaler Verkaufspreis plus einen Verhandlungsspielraum sollte der Angebotspreis sein, mit dem Sie in den Markt hineingehen.
Sprich Tipp 19, definieren Sie für sich Ihren Verhandlungsspielraum, den Sie mit in die Waagschale werfen wollen, damit Sie da auch die Möglichkeiten haben, wirkliche Verhandlungsgespräche zu führen. Also nicht mit Ihrem Endpreis hineingehen. Dennoch müssen Sie dabei bedenken, Achtung, Tipp 20, wenn Sie hier mit dem falschen Preis hineingehen, also hier falsche Annahmen treffen, dann wird das maximal negative Auswirkungen haben. Im schlimmsten Fall, Sie sehen hier, wenn man mit einem zu hohen Preis in den Markt hineingeht, da gibt es unterschiedliche Abstufungen, kommt es vielleicht sogar dazu, dass man nach einer langen Zeit, einer unnötig langen Zeit, sogar deutlich weniger Erlös bekommt, als wenn man gleich zum richtigen Zeitpunkt mit dem richtigen Marktwert in den Markt eingetreten wäre. Also nehmen Sie das ernst und versuchen Sie ja möglichst nahe am Markt zu sein mit dem Wert, mit dem Sie hineingehen, damit Sie die Chance haben, auch tatsächlich einen guten Preis für sich selbst dann auch herausholen zu können. Das heißt, wenn Sie den Angebotspreis zu niedrig anbieten, dann wird es schnell gehen, aber dann ist möglicherweise auch der Verkauf unter Wert, weil Sie dann ja auch mit einem möglichst schnellen Interessenten wahrscheinlich abschließen. Davon wird es einige geben, wenn Sie zu niedrig anbieten. Und wenn Sie zu hoch in den Markt hineingehen, finden sich keine bis sehr, sehr wenige Interessenten. Sie haben eine lange Dauer, Sie produzieren einen Ladenhüter am Markt draußen, was am Ende zu dieser Preisreduktion und zum Verkauf unter Wert führt. Das heißt, Tipp 21, optimaler Preis ist für eine maximale und rasche Umsetzung unbedingt eine Erfordernis. Ja, wie kommen Sie zu diesem Wert? Es gibt unterschiedliche Zugänge. Es gibt den Sachwert, den Vergleichswert, den Ertragswert, je nachdem, ja, in welche Immobilienart oder in welche Immobiliennutzung Ihre Immobilie steht. Also das heißt, am Ende zählt aber, egal welches Verfahren Sie nehmen, mit dem Tipp 22 nur der erzielbare Verkaufspreis am Markt draußen. Das ist das eine, ist der Wert, den Sie rechnen, aber das andere ist der Verkehrs- oder Marktwert, der auch dann tatsächlich am Markt draußen umsetzbar ist. Das muss möglicherweise auch ein wenig angepasst werden. Ja, das heißt, Sie brauchen idealerweise umfassende Marktkenntnis, also dass Sie wirklich sich Zeit nehmen, den Markt zu recherchieren. Das sind die nächsten drei Tipps. Ja. Tipp 23, schauen Sie ins Internet, prüfen Sie Inserate, die gerade am Markt angeboten werden. Aber vergessen Sie nicht, das sind keine Echtpreise, die auch erzielt werden. Das sind Wunschvorstellungen von Verkäufern, was Sie gerne hätten. Das heißt, auch das müssen Sie dann für sich noch entsprechend gewichten. Führen Sie Tipp 24 Gespräche mit Menschen, die Sie kennen aus Ihrem Umfeld, die vielleicht gerade verkauft haben, die Ihnen dann sagen können, hoffentlich auch mit Wahrheit, welchen Preis Sie dann erlöst haben. Sie haben möglicherweise auch Chancen, mit Käufern zu sprechen und dann zu denen erzählen, was Sie in der Umgebung bezahlt haben für die Immobilie, in die Sie gerade eingezogen sind. Die nächste Variante, wo Sie natürlich an Echtpreise kommen, ist das öffentliche Grundbuch. In Österreich ist das ja zugänglich, das heißt, ich kann dort in die Urkundensammlung gehen, Kaufverträge mir ansehen und sehen, was dann tatsächlich für Immobilien bezahlt wurde. Tipp 25, sich die Zeit zu nehmen, aufs Grundbuchsgericht zu gehen und dort dann halt zu schauen, aufgrund der Tagebuchzahlen, was waren die letzten Einträge und wo kann ich vielleicht dann einmal nachschauen, was für mich passt. Dazu müssen Sie nur vorher schon einmal nachgeschaut haben, welche Adressen für Sie in Frage kommen, nicht, dass Sie dann das gesamte Grundbuch durchschmökern müssten. Kostet dann viel Zeit. Idealerweise, wenn Sie in dieser Wertermittlung drinnen sind, sollten Sie mindestens drei Vergleichsobjekte am Markt suchen, die in Ihrer Lage, Größe, Alter, Zustand möglichst ähnlich sind. Das mit 100% wird ohnehin nicht funktionieren, aber Sie sollten schauen, dass das wirklich möglichst ähnlich ist, damit Sie auch hier eine valide Wertaussage treffen können, mit der Sie auch mit einer gewissen Sicherheit in den Markt hineingehen können. Das Problem ist natürlich schon, dass trotz einer Ähnlichkeit in Größe und Funktion dennoch jedes Haus ein wenig anders ist, damit auch wirklich schwer zu vergleichen ist. Und daher gibt es auch dieses Thema der Zu- und Abschläge, die man in diesem Zusammenhang dann auch ins Spiel bringt. Tipp 27, überlegen Sie sich gut, welche Zu- und Abschläge hier zu erfassen sind. Ja, also wir unterscheiden preissteigende und wir unterscheiden preissenkende Abschläge bzw. Zuschläge, die mit der Lage generell zu tun haben, die mit dem Baujahr zu tun haben, die mit dem Angebot am Markt zu tun haben und die mit der Nachfrage am Markt zu tun haben und noch einige mehr. Aber nur, dass Sie mal sehen, mit welchen Gedanken Sie sich auf jeden Fall auch auseinandersetzen sollten. Beispiele für Zuschläge, Tipp 28, was kann preissteigernd sein?
Die öffentliche Verkehrsanbindung ist so etwas, eine gute Infrastruktur, eine Ruhelage, vielleicht sogar mit Aussicht, eine gewisse Grundstücksgröße, nicht zu klein, aber auch nicht zu groß, können Zuschläge auslösen, eine gelungene Architektur- und Grundrissplanung, eine gute Ausstattung, unlängst erfolgte Renovierungen, wo ich also möglichst in einen neuwertigen Zustand gehe, ein tolles Inventar, das mit dem Objekt verbunden ist und vieles andere Positives mehr, könnte Zuschläge auslösen. Aber was kann Abschläge auslösen? Tipp 29, was ist also preissenkend, wenn die Infrastruktur schlecht ist, keine öffentlichen Verkehrsmittel da sind? Wenn Sie ungünstige Objektgrößen haben, damit ist gemeint die Relation Zimmeranzahl zu Quadratmetern als Beispiel. Wenn es Baumängel gibt oder diverse Lasten, die die Nutzung des Grundstückes einschränken, Dienstbarkeiten, Wegerechte, Wohnrechte und ähnliches mehr. Was gibt es sonst noch für besondere Ermittlungen, die ich vielleicht durchführen muss, um festzustellen, wie das mit meiner Immobilie ausgeht? Besondere Sicherheiten sind notwendig für den Verkauf, wenn Sie sich in einer dieser Situationen befinden, dass es sich um eine Erbschaft handelt, wenn es sich vielleicht um ein Scheidungsverfahren handelt oder wenn es sich um ein einzigartiges Objekt am Markt handelt, von dem es also nicht das klassische Standardmodell ist, dann braucht es zusätzliche Sicherheiten, mit denen Sie hier am Markt auch auftreten können. Tipp 30, in diesen Fällen machen Sie jedenfalls ein Verkehrswertgutachten, dass Sie sich von einem Sachverständigen, der lokale Kompetenz hat, wichtig, ja, die lokale Kompetenz, also wirklich diesen regionalen Markt sehr gut kennt, liefern, damit Sie einen Anhaltspunkt haben und hier auch mit einem halbwegs nachvollziehbaren Preis in den Markt gehen, auch, wobei auch der ist natürlich keine Garantie, weil die Garantie für einen bestimmten Preis auf einem Papier gibt es halt nicht, weil der Preis ist ja am Ende das Endergebnis von Angebot und Nachfrage, wie sich der Markt dann auf diesen Wert verständigt. Ja, es gibt verschiedene Preisoptionen, die man in diesem Zusammenhang auswählen kann. Tipp 31, Sie gehen nach einem Mindestpreis, das heißt, Sie sollten das vorher festlegen, bis wohin bin ich bereit, vom Preis her nachzulassen. Das ist dieser berühmte Verhandlungsspielraum, den wir schon gesagt haben. Sie können auch davon ausgehen, dass Sie von einem hohen Preis hineingehen und mal schauen, wie weit bin ich bereit, die Preise zu reduzieren aufgrund der Vergleichsobjekte, die ich habe. Das heißt, Tipp 32, auch das, diesen Nachlass im Vorhinein schon definieren oder zu definieren, das ist mein Fixpreis, ich bleibe quasi stur auf diesem Preis und gebe keinen Nachlass, wer auch immer da kommen mag. Und wenn der Wunschpreis nicht am Markt durchsetzbar ist, auch gleich wirklich jetzt hier auch schon zu überlegen, 33, was ist meine Exit-Strategie, behalte ich, gebe ich nach, teile ich es als Erbe lieber an irgendwem anderen auf. Also wie auch immer, Sie sollten eine Exit-Strategie haben, was Sie tun, wenn Sie den Wunschpreis nach einer gewissen Zeit nicht durchsetzen können. Ja, das nächste, worüber Sie nachdenken müssen, wenn Sie privat verkaufen wollen, ist Ihre Personalfrage, Ihre Personalressource. Denn davon werden Sie eine Menge brauchen. Warum? Na, Sie brauchen einmal für den Erstkontakt jemanden, der diese ersten Telefonate entgegennimmt. Idealerweise haben Sie einen qualifizierten Telefondienst 24/7 rund um die Uhr erreichbar. Ist es vielleicht ein wenig übertrieben, aber Sie werden feststellen, dass sich ein Interessent für eine Immobilie nicht an die Arbeitszeiten hält. Der ruft dann an, wenn er das gerade liest, wenn er gerade Lust und Laune hat, und dann gibt es einfach dieses Telefon, das dann zur Verfügung ist, wo auch jemand sich zeitnah auch rückmelden sollte. Der Tipp 34 dabei ist, sorgen Sie dafür, dass es eine qualifizierte Person ist, die hier Auskünfte erteilt, weil es ja hier bedingte Dinge braucht, über die wir auch gleich kurz noch plaudern, damit das auch ein sinnvolles Telefonat wird. Also auch wenn sich die Urli anbietet oder die Nachbarin, das wäre keine Option, der Sie diese Anrufe anvertrauen sollten, im Sinne des Ergebnisses anvertrauen sollten. Ja, denn Sie sollten am Telefon bereits beginnen, Tipp 35, Ihre Interessenten vorzuqualifizieren. Wollen Sie wirklich, dass jeder, der Sie anruft, auch tatsächlich vorbeikommt? Ja, also versuchen Sie am Anfang schon durch Fragen entsprechend herauszufinden, ob diese Kunden tatsächlich passen, ob diese Immobilie, die Sie anbieten, auch für diese Menschen passen könnte. Tipp 36, telefonieren, reden, vermeiden Sie E-Mail-Kontakte in dieser Phase. Versuchen Sie nur auf Telefon zu kommunizieren, weil dann haben Sie die Chance auch Fragen zu stellen und zeitnah Antworten zu erhalten. Die nächste Thematik ist dann, wer macht denn die Besichtigungen? Wer hat die Zeit, Besichtigungen zu machen? Wer ist in der Lage, die Auskünfte zu erteilen, die richtig sind und die mit der Frage der Interessenten, die da kommen,
auch gut in Einklang zu führen sind. Wer hat denn die Zeit dazu am Abend, wer hat die Zeit am Wochenende, sich dort für 1, 2, 3, 4 Stunden hinzustellen und zu warten, ob die Interessenten vorbeikommen, um sich die Immobilie anzusehen, im positiven Fall, aber auch zur Not dann auch die Zeit überbrücken müssen, weil manche, die sich angekündigt haben, dann doch nicht auftauchen. Das heißt, Tipp 37, wenn Sie diese Zeitfenster dann auch planen, planen Sie nicht zu eng. Es kann mitunter sein, dass Menschen mehr Zeit brauchen, um ihre Immobilie zu besichtigen, um Fragen zu stellen, wobei Fragen generell jetzt nicht schlechter sind, weil Fragen ja auch Interesse zeigen. Das heißt, Zeit planen. Wie sieht das aus, wenn Sie das Objekt selbst noch bewohnen? Das braucht ja noch eine besondere Vorbereitung, denn Sie können davon ausgehen, dass Menschen generell neugierig sind. Und in einem bewohnten Objekt sieht man sich nicht unbedingt immer nur das Objekt an, sondern man sieht auch ein bisschen die Privatsphäre und die menschliche Neugier leuchtet das natürlich entsprechend aus. Und Fremde, die da hereinkommen, sehen einfach alles, was sie in ihrem Objekt stehen haben. Das heißt, es braucht den Aufwand, darüber nachzudenken, ich muss aufräumen, ich muss putzen. Es sollten ja sowohl von den Gerüchen als auch vom Zustand des Objektes hier gute Eindrücke hinterlassen werden und keine negativen, weil auch die machen entsprechend Sinn. Und Tipp 38, wenn Sie Besichtigungen machen in einem Objekt, das Sie selbst noch bewohnen, lassen Sie nie alle hinein, sondern machen Sie immer Einzeltermine, durchaus geblockt, aber immer nur mit einem Interessenten oder seiner Familie alleine und lassen Sie keine Massenbesichtigungen zu. Dann verlieren Sie den Überblick, wer sich wo aufhält und möglicherweise bekommt dann das eine oder andere private Ding Beine. Dann vielleicht auch noch darüber nachdenken, wenn Sie ein Objekt haben, das jetzt nicht gerade in einem Erstbezugszustand ist, lohnt sich eventuell noch das eine oder andere kleine Investment in eine Farbe? Lohnt sich vielleicht irgendwo noch den Installateur kommen zu lassen, um tropfende Wasserhähne in den Griff zu bekommen? Also da muss man drüber nachdenken und auch über die Relation, das, was ich dann mehr bekomme, ist das den Aufwand wert? Und wenn ja, sollte man das tun? Tipp 39, eine neue Farbe wirkt Wunder. Also alleine den Raum neu auszuweißen, wenn er schon weiß war vorher, Sie werden feststellen, das macht einen ganz einen anderen Eindruck. Ja, ist wirklich alles perfekt? Ja, der erste Eindruck zählt, das gilt für Menschen genauso für Immobilien. Tipp 40 daher, Einfahrtsträucher, Rasenblumen, also alles was Außenanlage ist, Häuser, Haustürfenster, ist das geputzt, ist das in Schuss? Auf das bitte achten. Den Eingangsbereich, auch wichtig, der Eingangsbereich ist die Visitenkarte Ihres Objektes, ob das ein Haus oder eine Wohnung ist. Sind die Schuhe ordentlich hingestellt? Wie schaut es mit den Mülltonnen aus? Stehen Kinderwagen oder Räder im Weg? Ist die Garderobe leer? Sollte nichts überfrachtet sein? Es soll ja das Gefühl eines angenehmen Ankommens vermittelt werden bei einer Besichtigung. Ja? Das heißt, ich muss ja auch meine Ist-Situation verkaufen und nicht eine Vision. Ist die Frage. Ja, wie schaut es aus? Wohn-, Schlafzimmer, Küche, Bad? Soll ich das jetzt aufräumen, wegräumen oder ausräumen? Wenn Sie es noch beleben, dann würde ich es lassen, wie es ist. Wenn Sie schon ausgezogen sind aus dem Objekt, machen Sie es leer, damit jeder seine eigene Vision, wie er leben möchte, wie er Räume nutzen möchte, hier entsprechend mit einbringen kann. Achten Sie auf Zustandsindikatoren. Tipp 43, checken Sie, ob die Wasserhähne dicht sind. Nichts ist blöder, wenn es pausenlos tropft. Checken Sie, ob alle Glühbirnen auch hell leuchten, wenn man das Licht einschalten sollte. Überprüfen Sie, ob Türen und Türschnallen klemmfrei und quietschfrei sind. Das heißt, dass sich alles relativ einfach manipulieren lässt, weil jeder kleine negative Punkt in Summe ein Bild hinterlässt, das dann bei den Preisverhandlungen sich negativ auswirken kann. Denken Sie an die Sicherheit. Tipp 44. Schauen Sie, dass kein Spielzeug, keine Kabel herumliegen in dem Objekt, dass keine rutschenden Teppiche vorhanden sind, tiefhängende Lampen, wo man möglicherweise dagegen läuft, also entfernen oder eben sanieren, aus der Gefahrenzone bringen. Badezimmer, Tipp 45, ja, bedenken Sie, das Badezimmer ist eine Intimzone. Achten Sie darauf, dort jeglichen Schmutz zu entfernen, den Mistkübel dort leer zu machen, auch Ihre persönlichen Toilettartikel wegzuräumen, nicht einfach herumstehen zu lassen, Wäsche wegzuräumen und idealerweise als Symbol frische neue Hand- und Badetücher aufzuhängen, dass es wirklich auch nach ich lade dich ein, hier zu verweilen, aussieht. Das gleiche gilt natürlich für das Schlafzimmer. Auch dort gilt, das ist eine Intimzone. Tipp 46, machen Sie Ihre Betten, schauen Sie, dass die Bettdecke aufge,
geschüttelt ist, eventuell sogar eine neue Bettwäsche gemacht oder Sie haben eine Tagesdecke, die Sie drüberlegen und alles, was sehr persönlich ist und was hier nicht notwendigerweise für das Objekt selbst wichtig ist, auf die Seite räumen, um hier keine Ablenkungen zu produzieren. Denken Sie auch dran, Tipp 47, Licht schafft Farbe, Licht schafft Wärme. Arbeiten Sie mit maximalem Licht, heißt jetzt in der ersten Linie Tageslicht natürlich, Vorhänge auf die Seite und wenn notwendig auch entsprechend Lampen einschalten, denn je heller es ist, umso freundlicher wird eine Immobilie wahrgenommen, je dunkler es ist, umso weniger gut kommt es an. Ist dann alles perfekt? Was könnte es noch bedeuten? Temperatur ist ein Thema. Ja, Tipp 48, sorgen Sie im Sommer dafür, dass es kühl ist, dass es nicht die brütende Hitze ist. Im Winter dafür, dass Sie rechtzeitig die Heizung einschalten, dass Sie mit mindestens 22 Grad hier diese Besichtigung durchführen. Das ist so die Temperatur, wo man beginnt, sich wohlzufühlen. Luft und Duft ist wichtig. Tipp 49, zumindest gut durchlüften, bevor es dann zu diesem Termin kommt. Vielleicht auch noch zusätzliche Duftproduzenten verwenden, frische Blumen zum Beispiel oder eine dezente Duftlampe. Nicht jetzt 10 Räucherstäbchen verheizen, das würde vielleicht ein wenig eher ablenken oder abstoßen für den einen oder anderen wirken. Frischer Kaffee, Kuchen kann genauso eine entsprechende gute Duftnote bringen. Ja, haben Sie alles organisiert? Haben Sie über alles nachgedacht, damit Sie in aller Ruhe wirklich hier den Prozess des Besichtigens begleiten können? Denn wenn es gelingt, diese Ruhe zu schaffen, dann ist das auch gut für eine Entscheidungsfindung. Das heißt, Tipp 50, sorgen Sie dafür, dass nicht beteiligte Personen, eigene Verwandte, Bekannte, die zufällig da sind, eben nicht zufällig da sind, dass wirklich eine ungestörte Atmosphäre für die Besichtiger vorhanden ist, auch wenn Kinder da sind, umleiten, in andere Räume immer wieder schicken oder noch besser, sie vielleicht zu Freunden verfrachten für den Zeitpunkt, wo Besichtigungstermine angesagt sind. Und Tipp 51, vermeiden Sie Hintergrundgeräusche, nicht Musik, Radio, Fernsehen laufen lassen, schalten Sie das ab. Das könnte auch missinterpretiert werden, dass Sie andere Geräusche aus der Umgebung unterdrücken wollen, damit man sie nicht hört und deswegen haben Sie diese Geräte eingeschalten. Thema Haustiere, Handy kann natürlich nett sein, so ein lustiges Haustier, das hat schon was, aber in diesem Zusammenhang ist es eher störend. Das heißt, der Tipp 52, wenn Sie Tiere haben, kurzfristig aussiedeln, zum Gassi gehen schicken, Nachbarin, Kinder, Ehepartner, wen auch immer. Und Tipp 53, lassen Sie sich in dieser Zeit nicht von Ihrem Handy stören, stellen Sie es zumindest auf lautlos, Flugmodus, wie auch immer, dass Sie sich wirklich um den Interessenten, der da kommt, auch richtig kümmern können und Sie auch sehen, welches Interesse diese Person hat an Ihrer Immobilie oder an dem, was in der Immobilie möglicherweise zu finden ist. Ja, Dokumente, haben wir gesagt, sind auch wichtig. Jedes fehlende Dokument reduziert die Chance, erfolgreich zum Abschluss zu kommen, weil natürlich Fragen entstehen. Das heißt, der Tipp 54, halten Sie folgende Dinge zumindest bereit. Die aktuellen Baupläne, die den Ist-Zustand dokumentieren, die dazugehörigen Genehmigungen bei einem Einfamilienhaus, den Flächenwidmungsplan, den Bebauungsplan, um mögliche Potenziale ableiten zu können, einen Gefahrenzonenplan zu haben, damit Sie dokumentieren können, dass Sie nicht in einer Hochwasserzone gebaut haben, einen Baujahrnachweis und nicht zu vergessen den Energieausweis. Tipp in diesem Zusammenhang, Tipp 55, schicken Sie keine Pläne weg und schon gar nicht, solange Sie selber noch in dem Objekt wohnen, denn das könnte auch, wie gesagt, kriminelle Elemente dazu nutzen, sich ein bisschen mehr Informationen über Ihr Objekt im Vorhinein zu verschaffen. Schicken Sie nur oder übergeben Sie nur Menschen, die Sie kennen, von denen Sie dann schon ganz genau wissen, ja, die sind interessiert und die habe ich jetzt schon ein bisschen besser kennengelernt. Tipp 56, was brauchen Sie noch an Informationen? Alles rund das Thema Betriebskosten, das Thema Versicherungen, eventuelle Gebrauchsanweisungen für Geräte, die im Haus verbleiben, eine Heizanlage, elektrische Geräte, die in der Küche zur Verwendung vielleicht zurückbleiben. Also all diese Gebrauchsanweisungen sollten da sein, verbunden mit Garantien oder möglichen Rechnungen, die diese Garantien noch dokumentieren. Für die Heizanlage Serviceprotokolle, für die Klimaanlage Serviceprotokolle von Vorteil. Wenn Sie Heizkessel noch haben sollten, Überprüfungen und Gutachten. Also alles, was in diesem Ding hilft, zu dokumentieren, in welchem Zustand Ihre Anlagen im Haus sind. Alles gebankt. Was sagt die Bank dazu? Das heißt, auch hier rechtzeitig, so dass in Ihrem Fall erforderlich ist, Tipp 57, die Bank einbinden.
Gibt es ein offenes Darlehen? Kann ich überhaupt vorzeitig tilgen? Ist das möglich? Kann ich vielleicht den Kredit, wenn ich noch einen offen habe, weitergeben? Unter welchen Voraussetzungen? Was braucht die Bank für die Lastenfreistellung im Grundbuch? Also klären Sie all diese Dinge auch schon im Vorfeld mit der Bank, damit es dann nachher zu keinen unnötigen zeitlichen Verzögerungen kommt. Ja, und die zweite Phase, in die wir jetzt eintreten, ist die der Verkaufsverhandlungen. Das heißt, Telefon, Erstkontakt, Besichtigung, Preisverhandlung und die Verhandlung der sonstigen Punkte. Das heißt, die Fragen, auf die Sie sich vorbereiten, die Interessenten immer haben wollen, ist, wie teuer, welche Lage, welches Baujahr, welche Wohnfläche, wie groß ist die Grundfläche, wenn es ein Haus ist und wann gibt es einen Besichtigungstermin. Nutzen Sie das Telefonat wirklich, den Interessenten zu qualifizieren. Tipp 58, viele, viele Fragen stellen. Sie fragen nach seinem Namen, nach seiner jetzigen Wohnadresse, mit seiner Idee haben, wo die Menschen herkommen, wie sie ihn erreichen können, wann der Umzugstermin von ihm aus geplant wäre, welche Anforderungen er an ein Objekt stellt, ob das auch deckungsgleich mit dem Ihren ist und ob er auch die Finanzierungsmöglichkeiten schon auch für sich selbst überprüft hat. Weil das gibt dann auch ein Bild über die Ernsthaftigkeit der Interessenten. Das Risiko am Telefon ist immer, dass bereits dort eine Preisdrückerei möglicherweise ins Spiel gebracht wird. Das heißt, Tipp 59, sprechen Sie am Telefon niemals über den Preis und argumentieren Sie vor allem nicht den Preis. Denn es lässt sich nicht argumentieren, wenn man nicht das Objekt gesehen hat. Das heißt, wenn jemand das Objekt sehen möchte, kann er nachher mit Ihnen darüber reden, aber nicht am Telefon. Tipp 60. Vermeiden Sie Spontanbesuche. Ah, ich bin gerade in der Nähe, kann ich vorbeikommen, sagen Sie mal geschwind Ihre Adresse, weil das meistens spontan motivierte Neugierbesuche sind und die sollten Sie vermeiden, damit Sie auch Ihre Zeit entsprechend schonen. Das heißt, die Adresse geben Sie erst dann an Menschen weiter, wenn Sie diese auch entsprechend vorher qualifiziert haben. Das nächste mögliche Risiko ist die Spionage von möglichen kriminellen Elementen. Tipp 61. Wenn Sie gefragt werden, wann es denn am günstigsten ist, wann Sie denn zu Hause sind oder nicht zu Hause sind, beantworten Sie diese Frage nicht, sondern Sie geben einfach Termine vor, wann Sie bereit sind, das Haus, das Objekt, die Wohnung für einen Interessenten zu öffnen, damit diese Abwesenheit niemals öffentlich kommuniziert wird. Ja, wenn besichtigt wird, Unterlagen vorbereiten, die Sie dann dem Interessenten mitgeben wollen, damit er sich erinnern kann an die wichtigsten Informationen rund um das Objekt. Schauen Sie, dass Sie einen entspannten Gemütszustand haben. Entspannt ist es immer leichter, mit Menschen zu kommunizieren, aber auch seine Situation bestmöglich zu präsentieren. Bleiben Sie höflich, aber bleiben Sie bestimmt. Tipp 62, wenn eine bestimmte Situation eintritt, entschuldigen Sie sich nicht dafür. Das ist so, das ist Alltag. Es braucht keine Entschuldigung in dieser Situation. Und fördern Sie die Konzentration des Interessenten. Das heißt, Tipp 63, reden Sie nicht zu viel, lenken Sie nicht durch zu viele Gesprächssituationen ab, sondern schauen Sie, dass der Fokus wirklich auf der Immobilie bleibt. Ist auch ein Zeitfaktor, der für Sie besonders von Vorteil sein kann. Risikohaftung, was passiert mit Ihrer Haftung, wenn gekauft wird? Weil es wird ja ohne Gewährleistung verkauft, logischerweise. Das heißt, der Tipp 64, geben Sie nur jene Informationen weiter, die gesichert sind. Stellen Sie keine Vermutungen an über Zustände oder Rechtslagen, beschönigen Sie nichts und sollte es bekannte, aber verdeckte Mängel geben, dann sprechen Sie die an, dokumentieren Sie es eventuell noch in den Unterlagen, die Sie weitergeben, dann sind Sie, was das betrifft, jedenfalls aus diesem Problem, aus diesem Risiko heraus. Wie gehen Sie mit Umwänden um? Weil wenn es dann um den Preis, ums Preisverhandeln geht, werden entsprechende Einwände kommen. Tipp 65, wenn es echte Einwände sind, dann natürlich behandeln Sie diese, aber es gibt auch unechte, sprich vorgetäuschte, vor allem dann, wenn es um das Thema Preis geht, die müssen Sie ignorieren, die dürfen Sie vor allem auch emotional nicht wirklich an sich heranlassen, weil dann wird das eine schwierige Verhandlungsrunde werden. Sie brauchen Verhandlungsgeschick, Tipp 66, üben Sie vielleicht auch vorher ein bisschen das Spiel mit Angebot und Gegenangebot. Und haben Sie für sich auch Ihre Optionen vorbereitet, wie könnte denn so Gegenangebote aussehen, je nachdem, was Ihnen von der anderen Seite hier angeboten wird. Wie setzen Sie Ihren Preis durch? Das heißt, Sie haben diese Argumente, wie schon angeführt, zusammengetragen. Sie haben die Vergleichsobjekte, wissen daher auch Ihren Verhandlungsspielraum. Sie kennen den Markt aufgrund des Grundbuchs
und sie haben sich möglicherweise ja mit einem lokalen Gutachter ein Gutachten erstellen lassen. Das heißt, sie sind gut vorbereitet, sie haben die Argumente dazu. Sie haben möglicherweise alternative Wertpositionen, die Sie noch ins Spiel bringen können. Das ist dann der Tipp 67. Vielleicht haben Sie eine noch wertvolle Einbauküche, Sie haben bestimmte Möbel von Wert, ein Gartenhaus, Instrumentarium zur Pflege des Grundstücks. Also all das können ja Dinge sein, die auch wertfördernd mit in eine entsprechende Verhandlung mit eingebracht werden können. Achten Sie unbedingt auf die Zahlungskonditionen, die Sie anbieten. Tipp 68. Beachten Sie nicht nur die Liquidität des anderen, sondern auch die eigene, wenn es darum geht, Zahlungsflüsse im Auge zu haben, wenn Sie irgendwann eine Zug-um-Zug-Abwicklung auch für ein neues Objekt haben, dass Ihre Liquidität nicht darunter leidet, aufgrund der Zahlungskonditionen, die Sie mit einem Interessenten dann in weiterer Folge ausmachen. Ja, wie einigt man sich? Tipp 69, Sie haben das schon vorbereitet und bringen das jetzt auch ins Spiel, dass Sie eine geeignete eigene Auszugszeit kalkulieren. Unterschätzen Sie nicht, wie lange es mitunter dauern kann, alles einzupacken, einzusammeln und dann auch an einen anderen Ort zu bringen. Überlegen Sie also wirklich gut, was der geeignete Übergabezeitpunkt für Sie ist, damit auch Sie wirklich alle Fahrnisse gut verpackt und auch verbracht haben. Auch den Übergabezustand bitte festlegen, gilt dann wie besichtigt oder geräumt oder besenrein. Was muss weg, was soll bleiben, was wird ausgemacht? Also auch das genau überlegen, wie Sie in dieser Situation dann mit dem Thema umgehen wollen. Wie einigt man sich in weiterer Folge? Was gehört noch dazu? Es gehört dazu, wann werden die Schlüssel übergeben? Natürlich gibt es da dazu bestimmte Bedingungen, die Sie festhalten sollten, weil manchmal auch gewünscht wird, schon vorher das Objekt zu übernehmen, bevor im Grundbuch auch die Übertragung durchgeführt ist, weil man zum Beispiel etwas umbauen möchte, weil man schon mit einer Renovierung beginnen möchte. Da gibt es von uns ganz klar nur einen Tipp, nämlich den Tipp 70. Und dieser Tipp 70 heißt niemals. Übergeben Sie niemals das Objekt, bevor auch der entsprechende Eigentumsübertrag in Form des Grundbuchs und des Geldes, das bei Ihnen gelandet ist, auch tatsächlich abgesichert und durchgeführt ist. Es gibt hier jede Menge Beispiele, dass das dann nicht wirklich gut ausgehen kann. Ja, wenn dann alles geklärt ist, gilt es dann die Kosten, die mit dem Kauf in Verbindung treten, auch noch anzusprechen oder sich zumindest Klarheit dazu verschaffen. Der Käufer hat ein paar Nebenkosten wie Anwalt, Notar, Grundbuchseintrag, Grunderwerbsteuer, die zu bedenken sind. Als Verkäufer kommen möglicherweise auch Kosten auf mich zu, wie eventuelle Löschungskosten im Grundbuch oder eventuell auch eine Steuer im Rahmen der Immobilienertragssteuer, die auf mich lauert. Auch das bitte bedenken. In dieser Abschlussphase, in der wir jetzt hineinkommen, geht es um das Thema, wie vereinbare ich den Vertrag, wie binde ich Anwalt und Notar ein, wie kommt meine Sicherheit auch über das Grundbuch und über die Bankabwicklung zustande, Übergabe und Haftung, die in dieser Phase jetzt relevant sind. Das heißt, welche Punkte sind in einem Vertrag wichtig? Natürlich die Personendaten, die Objektdaten, die Eigentumsverhältnisse neu und alt, dann der Preis und die vereinbarten Zahlungsmodalitäten gehören festgehalten, wie auch der Übergabezeitpunkt, der Übergabezustand und sollte das Objekt mit einem Inventar übergeben werden, auch eine entsprechende Inventarliste, die Teil des Kaufvertrages sein sollte. Tipp 71, gibt es bekannte Mängel, dann diese auch mit aufnehmen, nämlich mit dem expliziten Hinweis, ob es oder ob es nicht eine Sanierungspflicht noch des Verkäufers in diesem Zusammenhang gibt. Damit kann es nachher keine Diskussionen zu diesem Thema mehr geben. Ja, Thema Lastenfreistellung oder Lastenübernahme, auch das gehört im Vorab geregelt, zuerst mit der Bank und dann natürlich auch mit dem Käufer. Gibt es sonstige Leistungen, die Käufer oder Verkäufer noch erbringen müssen? Wichtig ist, und das auch ganz dick unterstrichen, machen Sie keine mündlichen Nebenabreden, halten Sie alles schriftlich fest, was im Zuge dieser Transaktion bemerkt und festgehalten wird, machen Sie nichts mündlich. Tipp 72, zusätzlich nicht nur alles schriftlich, sondern halten sich dann auch an diese Dinge, die hier vereinbart worden sind. Ja, was passiert dann bei Anwalt und Notar? Es kommt zum Abwickeln des Kaufvertrages. Wie sieht das aus? Es wird einmal ein erster Entwurf erstellt. Der wird dann entsprechend gemeinsam besprochen. Sollte dann alle diese Dinge enthalten, die ausgemacht worden sind, dann wird er ausgefertigt. Man trifft sich
zur Unterschrift beim Anwalt oder Notar. Es kommt dann ein Notar dazu, der die Unterschriften beglaubigt und dann ist das Dokument Kaufvertrag einmal fertig und es kann nun in den nächsten Schritt gehen, das dann auch im Grundbuch eintragen zu lassen. Der Inhalt ist hoffentlich von Ihnen mit dem Käufer dann gemeinsam festgelegt worden. Wichtig, wirklich hier mit einem Anwalt zu sprechen, dass auch die entsprechenden rechtskundigen Informationen wirklich richtig dann auch erfasst sind und auch keine Dinge vereinbart werden, die man eigentlich gar nicht vernünftig vereinbaren kann. Also das heißt, Tipp 73, Ihre Daten und Vertragswünsche für den Anwalt entsprechend vor- und aufbereiten, dass die in der Entwurfsstellung auch schon entsprechend richtig rechtlich die Formulierungen finden können. Das heißt, es ist noch abzuklären, wann zahlt der Käufer und wann erhält der Verkäufer Geld. Also hier eindeutig unser Tipp, Tipp 74, das über ein Treuhandkonto beim Anwalt, beim Notar abwickeln zu lassen und damit eine Zug-um-Zug-Abwicklung auch abzusichern. Das heißt, der Käufer zahlt an den Notar auf dieses Treuhandkonto den Kaufpreis ein. Der Notar beantragt dann die Grundbuchseintragung und sobald das entsprechend passiert ist, zahlt dann hier entsprechend der Anwalt an den Verkäufer den Verkaufspreis aus. Das ist also der sicherste Weg, wofür keine der Vertragsparteien ein Rechtsrisiko überbleibt, dass der Eigentumsübertrag nicht funktionieren könnte und auch die gentliche Erfüllung nicht funktionieren könnte. Also unbedingt über ein Treuhandkonto arbeiten. Ja, wie kann man das absichern? Auch hier mit der Käuferbank natürlich das Gespräch führen, also der Käufer bzw. der Anwalt. Wie sieht es aus mit der Kreditübernahme, eine mögliche Förderungsübernahme? Gibt es Sicherstellungen, die die Käuferbank braucht? Und wie gesagt, dann die Treuhandkontolösung entsprechend ins Spiel bringen. Das heißt, Tipp 75, Unterlagen für die Argumentation des Verkaufspreises bereitstellen, weil die Käuferbank, wenn es um eine Übernahme einer Finanzierung geht oder einer neuen Finanzierung, braucht ja diese Unterlagen, um möglichst rasch ihre Entscheidung treffen zu können, wie weit die Finanzierung für den Käufer auch tatsächlich durchgeführt werden kann. Ja, Übergabe, dann quasi schon der letzte Teil Ihrer Trennung von Ihrer alten Immobilie. Das heißt, was vereinbare ich? Ich vereinbare natürlich, die Schlüssel zu übergeben, die notwendigen Dokumente zu übergeben. Vergessen Sie nicht, Zählerstände abzulesen, damit Sie nicht dann blaue Wunder bekommen, dass man Ihnen etwas nachverrechnet, was Sie gar nicht mehr verursacht haben. Auch die Zustände noch einmal zu dokumentieren, wenn vor allem Zustände auch in den Verträgen definiert sind, wie sie zu sein haben, dass bei der Übergabe das auch dann tatsächlich so ausgesehen hat, wie es geplant war. Tipp 76, dokumentieren heißt, schreiben Sie ein Protokoll. Schreiben Sie das zweifach, dass sowohl der Käufer wie auch Sie ein entsprechendes Dokument haben, bedeutet aber, Sie müssen das vorbereiten, Sie müssen es dann auch durchgehen, Sie müssen es unterschreiben und auch vom anderen gegenzeichnen lassen, damit das auch formal ganz richtig abgehandelt worden ist. Ja, und dann kann eventuell noch das Thema Steuer auf Sie als Eigentümer zukommen, nämlich mit der Immobilienertragssteuer. Wie das dann genau abläuft, hängt natürlich davon ab, um welchen Immobilientyp es sich handelt, um den Kaufzeitpunkt geht es, wie lange habe ich diese Immobilie besessen, vor allem in meiner Eigennutzung besessen, hat es Umwidmungen gegeben, habe ich wertsteigende Maßnahmen selbst gesetzt in diese Immobilie, also all diese Dinge gelten es dann in Betracht zu ziehen, deswegen Tipp 77 unbedingt, wenn Sie nicht durchgängig selber diese Immobilie bewohnt haben oder sie selbst errichtet haben und durchgängig bewohnt haben, lassen Sie sich von einem Experten die Steuerlast ausrechnen, damit Sie wissen, was von Ihrem Kaufpreis möglicherweise noch in Abzug kommen könnte. Ja, ich hoffe, die paar Tipps, die ich Ihnen hier heute mitgeben konnte, waren auch wirklich gut und brauchbar für Sie. Ich hoffe, es waren einige dabei, mit denen Sie jetzt auch etwas anfangen können, dass Sie mal eine Idee bekommen, was denn so alles notwendig ist, um Ihre Immobilie am Markt draußen positiv auch wirklich anbieten zu können. Was wir Ihnen jetzt darüber hinaus noch anbieten können, ist, wir bieten Ihnen an, und zwar bis 31. Mai auf unsere kostenlose Marktwertseinschätzung zurückzugreifen. Also wenn Sie selber sich zumindest den Teil ersparen wollen, um zu wissen, was ist meine Immobilie wert, nutzen Sie uns dazu. Auf der www.remax.at gibt es die Möglichkeit, Immobilie verkaufen und dort einzusteigen und sie bewerten zu lassen.
Also Sie können auch ein kostenloses Beratungsgespräch anfordern mit einem unserer Expertinnen und Experten vor Ort. Dazu auch bitte wieder auf die www.remax.at gehen, /bewerten, wenn Sie die Bewertung wollen, /verkaufen, wenn Sie verkaufen wollen, /vermieten, wenn Sie über eine Vermietung nachdenken. Lassen Sie sich beraten, was das Beste in Ihrer individuellen Situation zum jeweiligen Thema sein könnte. Oder aber noch besser, Sie haben bereits einen Kontakt mit einem Remax-Büro vor Ort, mit einem Makler, einer Maklerin vor Ort, die Sie persönlich kennen oder die Sie zumindest schon wahrgenommen haben, dann finden Sie diese Kontaktdaten entweder auf der Visitenkarte, auf der Unterlage, die Sie von dieser Kollegin und Kollegen schon haben, oder Sie haben die Möglichkeit über www.remax.at/Immobilienbüros nach dem Büro vor Ort oder nach dem Namen der Person vor Ort auch zu suchen und haben dort auch sofort Ihre Kontaktmöglichkeiten angeführt. Ja, in diesem Sinn, ich wünsche Ihnen bei Ihrem Projekt gutes Gelingen, wenn es für Sie auch von Vorteil war, diese Tipps anzuwenden, und wenn Sie der Meinung sind, unser Idealismus, wir können Ihnen vielleicht hier noch besser zur Hand gehen und noch erfolgreicher für Sie tätig sein, freuen wir uns, Sie persönlich kennenzulernen. Einen schönen Abend.